RTV Kompakt startet mit diesen Themen in die erste komplette Arbeitswoche des Jahres. Abfahrt. Wurzelrudi lädt zum Skifahren ein. Absicht. Buratinos locken mit Angeboten. Und Abschluss. Erzgebirgskreis investiert in Schulen. Glück auf! Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze. Naja, was davon nach 6 Tagen noch übrig ist, können Sie selbst besser einschätzen. Der Verzicht auf Zigaretten oder Alkohol, eine spezielle Diät oder die Reduzierung des Medienkonsums. Gesünder ernähren, weniger Stress und mehr Sport. All das nehmen wir uns besonders häufig für ein neues Jahr vor. Wer in Sachen sportlicher Betätigung um den Wintersport keinen Bogen macht, könnte sich für das Jahr 2020 mehr Tage auf Schnee vorgenommen haben. Und wenn das Wetter schon keinen Schnee beschert, sind beschneite Pisten eine Alternative. So kann der passionierte Skifahrer im Erzgebirge derzeit auch in Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock Schneetage sammeln. Zum Jahreswechsel wurde das Angebot bereits reichlich genutzt. Wurzelrudis Eibenstocker Winterparadies bietet eine 650 Meter lange Abfahrtstrecke samt bequemer Sesselbahn, Doppelschlepplift und Snowboard-Funpark. Also Helm auf und ab auf die Piste. Im Erzgebirgskreis ist die Arbeitslosenquote im Dezember saisonbedingt auf 4,1% angestiegen. 7.200 Menschen waren ohne Job. 300 mehr als im November, aber 700 weniger als im Vorjahr. Ein Drittel aller Arbeitslosmeldungen kam aus Hoch- und Tiefbauberufen, dem Innenausbau sowie Verkehr- und Logistikberufen. Auch für die kommenden Monate ist mit weiteren Freisetzungen zu rechnen, sagt Nino Schiretta, Leiter der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz, mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre. Die günstigste Arbeitslosenquote weist unverändert die Geschäftsstelle Zschopau mit einer Arbeitslosenquote von 3,4% aus. Die Region Stolberg schließt mit 3,6% und Marienberg mit 3,9% auf. In der Hauptagentur Annaberg-Buchholz beträgt die Quote 4,4%, in Aue 4,6% und in Schwarzenberg 4,7%. Zu Beginn des Jahres lädt das Kinder- und Jugendtheater Buratino, Theaterpädagogisches Zentrum, Interessierte zum Schnuppern ein. Am 7. Januar können sich große und kleine Nachwuchsschauspieler von 16 bis 19 Uhr auf den Brettern, die die Welt bedeuten, ausprobieren. Zum Beispiel beim Theaterworkshop Ausdruck Bühnenpräsenz. Zudem werden Führungen durch die derzeitige Interimsspielstätte, dem Begegnungszentrum Das Dürer in Stolberg, angeboten. Einblicke wird es in die Geschichte des Kinder- und Jugendtheaters Buratino, den Spielplan, die Kostümschneiderei oder den Theaterfundus geben. Der Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue ist wieder ins Training eingestiegen. Der Auftakt erfolgte für die Veilchenspiele am Sonntag. Am Dienstag beginnt dann das Trainingslager in Novo Sancti Petri in Spanien. Dort bestreitet der FCE Testspiele gegen den 1. FC Magdeburg und die Spielvereinigung Unterhaching, beides Drittligisten. Am 28. Januar setzen die Auer beim SVW in Wiesbaden die Saison fort. Die Schönheider Wölfe sind am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der erzgebirgische Eishockey-Regionalligist ist mit einem am Ende deutlichen 7:1 Auswärtssieg bei den Berlin Blues erfolgreich ins Jahr 2020 gestartet. Mit dem bereits 8. Sieg in Folge holte sich das Team von Trainer Sven Schröder nach nur 24 Stunden auch die Tabellenführung in der Regionalliga Ost vom ECC Preußen Berlin zurück. Jahresbilder 2019. Zum Abschied wurde das alte Feuerwehrauto im März nochmal auf Hochglanz poliert.
Dann bekam es noch die Beschriftung, die auf den zukünftigen Einsatzort verweist. Roscova, ein Ort in Rumänien. Dort ist das in Aue ausrangierte Fahrzeug die Basis für den Aufbau einer selbstständigen Feuerwehr. Nachdem in Aue ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft und in Betrieb genommen wurde, konnte das Vorgängerfahrzeug außer Dienst gestellt werden. Evelyn Fischer aus Sosa, die in regelmäßigen Abständen Hilfstransporte nach Rumänien privat organisiert, hatte gemeinsam mit der Wehrleitung eine Intention. Ihr Ziel war es, das freigestellte Fahrzeug nach Rumänien zu spenden. Der Einsatz war von Erfolg gekrönt. Da auch der Stadtrat grünes Licht gab, konnte das Fahrzeug im März 2019 an die zukünftigen Nutzer übergeben werden. Ihren 100. Geburtstag konnte im vergangenen Jahr die Volkshochschule Erzgebirgskreis feiern. Festredner am 7. Mai 2019 war der Präsident des Sächsischen Landkreistages und zeitgleich Landrat des Erzgebirgskreises Frank Vogel. Der Landkreis, im Besonderen der kulturelle Bildungsbetrieb des Erzgebirgskreises, ist heute Träger der Volkshochschule. Die Teilnehmerzahlen seien stabil, betont VHS-Leiter Jens Kaltofen zur Feierstunde nicht ohne Stolz. Das sind um die 10.000 im Jahr und die wollen sich in einer großen Breite des Wissens fortbilden. Der Altar der Kirche Hartmannsdorf im Zwickauer Land stand am 20. März 2019 im benachbarten Stützengrün im Mittelpunkt. Dort waren die Figuren in den letzten Wochen in den Räumen der ehemaligen Sparkasse restauriert worden. Beim Hartmannsdorfer Altar handelt es sich um ein wertvolles historisches Kulturgut. Es stammt aus der Werkstatt von Peter Breuer. Der Erzgebirgskreis hat 2019 in seine Schulen weiter investiert. Letztlich wurden im vergangenen Jahr Baumaßnahmen in Höhe von 8,2 Millionen Euro realisiert. Die größte Investition gab es am Clemens-Winkler-Gymnasium Aue. Allein hier stehen 3,4 Millionen Euro für den Neubau und die Sanierung der Sporthalle zu Buche. Weitere Baumaßnahmen gab es beispielsweise am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium Schneeberg oder am Förderzentrum am Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge. Auch am Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg gingen lange Zeit Bauarbeiter ein und aus. Das noch laufende Schuljahr war gerade 2 Wochen alt. Da hatten wir folgenden Bericht gezeigt. Am Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg konnte nach erfolgter Brandschutzertüchtigung des Hauses 1 das Gebäude am 30. August offiziell seiner Bestimmung übergeben werden. Landrat Frank Vogel nutzte auf seinem Weg in die Aula die Haupttreppe. Von außen sichtbares Zeugnis der erfolgten Bauarbeiten ist der Anbau an der rechten Seite des Gebäudes vom Eingang her gesehen. Entstanden ist hier ein zusätzlicher Rettungsweg. In der Aula begrüßte zur feierlichen Übergabe zunächst Schulleiter Dr. Werner Löser die Gäste. Er ging auf die über 100-jährige Geschichte der 1916 erbauten Schule auf der Höhe in Schwarzenberg ein. Mit Blick auf das in den vergangenen Monaten Geschaffene dankte Dr. Löser dem Erzgebirgskreis als Schulträger. Sein Dank galt auch allen am Bau Beteiligten sowie den Lehrern, Schülern und Eltern für ihre Flexibilität während der Bauzeit. Er sagte, die Schule hätte vorab von der Dimension der Bauarbeiten keine Vorstellung gehabt. Dann begannen die Schüler der Jahrgangsstufe 12 Aufstellung mit ihren musikalischen Darbietungen. Unter anderem gaben sie die ABBA-Songs Mamma Mia und Waterloo zum Besten. Thank you.
Waterloo erlebten die Bauherren nicht. Landrat Frank Vogel machte am Rednerpult in der Aula des Schwarzenberger Bertolt-Brecht-Gymnasiums deutlich, der Landkreis investiert kontinuierlich weiter in seine Schulgebäude. Das Haus 1 ist jetzt bautechnisch auf dem neuesten Stand. Seit 2008 wurden vom Erzgebirgskreis für Baumaßnahmen am Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg mehr als 4 Millionen Euro aufgewendet. Bei den jetzigen Baukosten in Höhe von 2,37 Millionen für die durchgeführte Brandschutzertüchtigung sind 890.000 Euro Eigenmittel des Landkreises. Augenscheinlichste Baumaßnahme war die Schaffung von zwei neuen Fluchtwegen durch das Anbringen des neuen, bereits erwähnten Treppenhauses am Gebäude sowie dem Bau einer Stahlfreitreppe. Bei der Feierstunde zeigte der stellvertretende Schulleiter, André Ullmann, den Gästen Bilder vom Baugeschehen. Weitere Maßnahmen im Gebäude waren unter anderem der Einbau einer neuen Brandmeldeanlage oder die flächendeckende Ausstattung mit WLAN. Die Flure und Treppenhäuser bekamen neue energiesparende Leuchten. Und noch ein paar Zahlen. Am Schwarzenberger Brecht-Gymnasium wurden 192 Fenster saniert, 26 Holztüren und 9 Holzglaselemente neu eingebaut, 35 Türen aufgearbeitet, 230 Quadratmeter neuer Belag auf Bestandstreppen eingebaut, 5500 Quadratmeter Wände gestrichen, 2100 Quadratmeter Decke gestrichen, 465 Meter Rohrleitungen für Gas, Wasser, Abwasser, Heizung verlegt, sowie sage und schreibe 15 Kilometer Kabel und Leitungen. Auf einem Rundgang konnten sich die Gäste um Landrat Frank Vogel ein Bild von den Bauergebnissen machen. Gezeigt wurde unter anderem auch das neu eingerichtete, größere Informatikkabinett mit dimmbarer, energieeffizienter LED-Beleuchtung. Der Brandschutzertüchtigung wurde im Zeitraum März 2018 bis Juli 2019 durchgeführt. Nach dem Baustart am 12. März 2018 wurden vorübergehend alle Klassen im Haus 2 des Gymnasiums beschult. Der reguläre Schulbetrieb im Haus 1 konnte nach den Osterferien am 29. April 2019 wieder aufgenommen werden. Bis Juli 2019 wurden noch Restarbeiten ausgeführt. Nach der Rückschau richten wir unseren Blick voraus. Beschwingt und lässig startet das Turmmuseum Geier am 11. Januar mit einem abwechslungsreichen Konzert der Gruppe Goldsachs in der Türmerstube ins kulturelle Veranstaltungsjahr 2020. An Alt-, Tenor- und Bariton-Saxophon führen die Musiker Luzi Plachtowa, Miroslav Ohr und Laura Jane Fiedler durch die vielfältige Musik der Saxophonwelt. Von typischer Salonmusik bis hin zum Jazz. Der Eintritt kostet 10 Euro, das Konzert beginnt 17 Uhr. Aufgrund eingeschränkter Platzkapazitäten wird um verbindliche Vorbestellung im Turmmuseum oder unter den eingeblendeten Kontaktdaten gebeten. Das Team der Stadtbibliothek Schwarzenberg lädt am Donnerstag 16.30 Uhr zum Bilderbuchkino ein. Das Stück heißt Theodor Trödelt. Der Eintritt ist frei. Wer kennt das nicht? Mama hat es morgens eilig, während man selber noch so viel zu tun hat. So geht es auch Theodor. Und natürlich kommt er wie immer zu spät in die Schule. Aber gerade rechtzeitig, um Herrn Vogel zu retten. Am 9. Januar 2020 öffnen sich wieder viele Türen an der Technischen Universität Chemnitz. Etwa 80 Veranstaltungsangebote und zahlreiche Stände stehen von 9 bis 14 Uhr im Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße 90 den Studieninteressierten zur Auswahl, um sich über das Studium an der TU und über die Standortvorteile der Universität zu informieren. Insgesamt werden 101 Studiengänge präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler können aus einem Mix von Vorträgen, Schauexperimenten und Mitmachangeboten auswählen. Wer innerhalb der 5 Stunden möglichst viel hören, sehen und erfahren möchte, sollte sich vorher sein individuelles Programm zusammenstellen. Hier lohnt der Blick ins Internet. Mit der Erinnerung an die guten Vorsätze für das neue Jahr haben wir die Sendung begonnen. Mit einem passenden Spruch von Albert Einstein soll sie zu Ende gehen. Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit, sagte der nämlich. Und das ist allemal besser verständlich als Einsteins Relativitätstheorie. Theoretisch
können Sie morgen bei uns wieder eine neue Sendung sehen. Relativ groß wäre bei uns aber die Freude, wenn Sie auch praktisch einschalten. Und damit von uns für heute das abschließende Glück auf.